Als dem amerikanischen Western Mitte der 60er Jahre die Luft ausgeht, sprengt ein italienischer Regisseur die Hollywoodsche Vision von der Eroberung des Westens mit einer Handvoll respektloser Western. È passato tanto tempo, vero Tuco? Mit unverkennbarem Stil. Tutto il tempo di imparare a sparare con la sinistra. Und gewaltigem Erfolg. Quando si spara, non si batte. Diese ironischen Meisterwerke reisten um die Welt und faszinierten über Generationen hinweg Millionen von Zuschauern. Mit einem unbekannten amerikanischen Schauspieler in der Hauptrolle wirft für eine Handvoll Dollar, ein echter ästhetischer Kracher, 50 Jahre Geschichte des Western über den Haufen und stürmt die Kinocharts in Italien und ganz Europa. Hinter dem amerikanischen Pseudonym des Regisseurs verbirgt sich ein Filmemacher, der bald ebenso berühmt sein wird wie sein Western. Je m'appelle Sergio Leone et je fais la mise en scène des films qui sont toujours très longs et toujours coupés. Fortan werden sich die Zuschauer einen Film von Sergio Leone ansehen. In 1922 marschieren die Aktivisten der faschistischen Partei in Rom ein. Benito Mussolini übernimmt die Macht. Am 3. Januar 1929 erblickt Sergio Leone im Palazzo Lazzaroni, einem historischen Ort mitten in Rom, das Licht der Welt. Seine Zukunft ist bereits vorbestimmt. Die Mutter ist Schauspielerin, der Vater Regisseur. Als Kind ist er davon überzeugt, dass sein Vater das Kino erfunden hat. Er erzählt, dass er lernte, Klappe zu sagen, bevor er Mama sagen konnte. Sein Vater Vincenzo Leone ist unter dem Namen Roberto Roberti einer der Pioniere des italienischen Stummfilms. Bereits 1913 drehte er den ersten italienischen Western. Die indianische Vampirin. Sergios Mutter spielte die Titelrolle. Schon damals eine amerikanische Geschichte. Vier Jahre vor der Geburt seines Sohnes wird Sergios Vater auf Geheiß Mussolinis arbeitslos, da er sich geweigert hat, einen mediokren Roman des Diktators zu verfilmen. Dieses dramatische Intermezzo bedeutet für die Familie Leone 20 magere Jahre. Als Einzelkind verkehrt der junge Sergio mit den Straßenjungen von Trastevere, dem Viertel seiner Kindheit und Jugend. Später inspirieren ihn diese angehenden Ganoven zu den Antihelden seiner Filme. Furto di cavalli, furto di materiale di proprietà dell'esercito, furto di materiale postale, ferimento di due vigilantes, minaccia a mano armata nei confronti del cittadino Barry O'Keefe, falsa testimonianza. Sergio liest mit Begeisterung Comics, die in Italien Fumetti heißen. Die Heldentaten von Mandra und Flash Gordon beflügeln seine Fantasie. Am liebsten mag er die Abenteuergeschichten von Chino und Franco. Die enge Freundschaft der beiden Jungen berührt ihn. Lui da bambino aveva questi genitori anziani. Er war ein Kind mit sehr alten Eltern. Ich glaube, er hat sehr unter Einsamkeit gelitten. Das hat ihn dazu bewogen, andere Menschen sehr aufmerksam und einfühlsam zu beobachten und einen Sinn für Freundschaft zu entwickeln.
In seinem gesamten Werk wird sich der Filmemacher Sergio Leone mit dem Thema Freundschaft beschäftigen. Mit Todesmelodie verleiht er ihm einen persönlicheren Anstrich. Il y a cette sorte d'amitié entre une intellectuelle, la vie de Jean est passée révolutionnaire avec un voleur de poulet complètement naïf, mexicain, qu'il fait en révolution à lui-même, tout seul avec sa famille. Et il y a les rencontres de ces deux personnages. Il y a cette sorte de grande amitié. Et c'est un problème toujours à moi. Je suis fils unique. J'ai cherché l'amitié. Et alors il y a dedans cette regrette. E a cucina sette mulicinella, padrona de Camazone e de Cupulella. Als Kind besucht er regelmäßig die herrlichen Spektakel der neapolitanischen Marionetten, der sogenannten Burattini. Die Listen des Harlekins und die Faxen der Pulcinella fließen in die Zeichnung zahlreicher Figuren seiner Western ein. Avete tutti fretta, quei vostri treni maledetti, treni fatuti. Schifo! Im Juli 1943 wird Rom von der amerikanischen Luftwaffe bombardiert. Fortan leidet die Stadt Hunger. Je me rappelle toujours un jour, j'avais 13 ans et je suis allé avec des chaussures de mon père à vendre pour 25 kilos de farine. Sergios nächtlicher Ausflug war ein hochgefährliches Abenteuer. Er musste die Kontrollgänge der faschistischen Milizen austricksen. Et finalement, avec cette sac de farine, je suis rentré chez moi. Et mon père m'attendait. Et quand il m'a vu courbé avec cette sac de farine, j'avais 13 ans et demi, il s'est tourné et il s'est mis à pleurer. Neben der Verfolgung durch die Faschisten lernt Sergio Leone die tief sitzende Angst vor der Armut kennen. Sie wird ihn bis ins Erwachsenenalter begleiten. Ich hatte mit Leone in einem sehr guten Restaurant in Paris zu Mittag gegessen. Am Nachmittag beschlossen wir, auf einem Spaziergang durch Paris einen Kaffee trinken zu gehen. Wir betraten ein wirklich schmutziges Lokal in der Nähe eines versifften Bahnhofs, in dem stinkende Hotdogs und fürchterliche Fritten verkauft wurden. Er bestellte das und nötigte mich auch dazu. Er aß 2 oder 3 Fritten, da konnte ich mich nicht mehr zurückhalten. Aber Sergio, wir haben wunderbar zu Mittag gegessen und heute Abend im Conti schmeckt es auch köstlich. Warum isst du diesen Dreck? Und er, ich habe heute Mittag ein gutes Geschäft gemacht und heute Abend mache ich wahrscheinlich wieder eines. Und jetzt fiel mir ein, dass ich einmal arm war. Soon you can cut the bread in slices as big as a door if you want to. You'll have beautiful new clothes and you won't have to work no more. Wie durch ein Wunder wird die Familie Leone aus der Erstarrung geweckt. Nach all den Jahren der Untätigkeit beauftragt man den Vater, eine Komödie zu inszenieren. Endlich sieht Sergio, wie sein Vater im Licht der großen Scheinwerfer der berühmten Studios von Cinecittà Schauspieler führt. Quando mi si è aperta la prima volta il cancello, è stato come aprire il cancello della fabbrica dei sogni. E quindi sono entrato, ho seguito il film di mio padre. Era proprio il sogno più fantastico per un ragazzo. Non pensavo di continuare a fare il mestiere di mio padre, proprio per le delusioni che ne aveva ricavato lui. E invece da quella volta il germe si è infiltrato proprio nelle vene e ho cominciato a prendere in seria considerazione di continuare anch'io a fare questo mestiere. Im Juni 1944 erreichen die aus dem Süden Italiens kommenden amerikanischen Soldaten Rom. Und mit ihnen kehrt auch das Hollywood-Kino auf die Leinwände zurück. Für Sergio bedeutet das eine wahre Überdosis an Filmen. Doch nicht die Western begeistern ihn am meisten, sondern die Gangsterfilme.
Während seiner gesamten Jugendzeit hat Sergio von den weiten Ebenen Amerikas geträumt. In den GIs, die die Mädchen nachstellen und auf dem Schwarzmarkt Zigaretten verkaufen, erkennt er die Halbgötter seiner Kindheit, jene Männer aus dem Westen, die seine Fantasie bevölkert hatten, nicht wieder. 1949 bricht Sergio Leone sein Jurastudium ab und geht zum Film. Vittorio De Sica, der Papst des Neorealismus, engagiert ihn als Assistenten für Fahrraddiebe und gibt ihm in dem Film auch eine kleine Rolle. Er ist der jüngste Regieassistent Italiens. Anfang der 50er Jahre kommt er erneut mit dem amerikanischen Traum in Berührung. Hollywood hält den Cinecittà Einzug, um dort Monumentalfilme zu drehen. Man suchte Leute für Quo Vadis. Und da der junge Leone sich in Fabiola bei der Führung der Statisten als geschickt erwiesen hatte, schickte man ihn dorthin. Er sprach aber kein Englisch. Man engagierte ihn trotzdem, zusammen mit einem Dolmetscher. Er war der erste zweite Assistent mit eigenem Dolmetscher. 1959 dreht William Wyler das Bibel-Epos Ben-Hur und macht Leone zu seinem Assistenten. Der Legende zufolge soll er das berühmte Wagenrennen inszeniert haben. Ein Jahr darauf trifft Sergio zufällig seine Jugendbekanntschaft Carla wieder, eine Tänzerin. Es funkt zwischen den beiden. Sie heiraten. Ohne Überzeugung tritt Sergio erneut seinen Dienst in den Pappkulissen des Monumentalfilms an. Ein Genre, das er für seinen Irrealismus hasst. Man bietet ihm die Regie von Der Koloss von Rhodos an. Er unterschreibt den Vertrag mit der Ausrede, seine Flitterwochen finanzieren zu müssen. Seine Frau choreografiert die Tanzszenen und er besetzt sie als Tänzerin. Der Film erzielt fantastische Einspielergebnisse. Sergio Leone wird zum berühmten Regisseur. Täglich bietet man ihm die Regie für einen Monumentalfilm an. Tief deprimiert lehnt er alle Angebote ab, auf die Gefahr hin, nie mehr als Regisseur arbeiten zu können. Sergio und Carla steht damals ein freudiges Ereignis ins Haus. Die Geburt ihrer Tochter Raffaela. Alle Filme von Sergio Leone sind eng mit dem Thema Familie verwoben, das oft der dramaturgische Auslöser ist. Sergio aveva in grande considerazione. Seine Familie war Sergio extrem wichtig. Er war sehr um ihren Schutz besorgt. Er hatte einen starken Familiensinn, war sehr behütend. Man würde auf ihn heute vielleicht das viel zitierte Wort Garant verwenden. Er war der Garant seiner eigenen Familie. Das rührte vielleicht auch vom Faschismus her. Man konnte sich vor dem Faschismus nur schützen, wenn man, wie er es ausdrückte, als vereinte Familie auf seiner Insel lebte. Es geht dabei nicht nur um die Familie samt den Kindern, sondern um die Familie als Idee, Freundschaft und Familie. Alle seine Filme bauen auf diesem Gedanken auf. What the hell is your name? Sean. Sean, you know what is your name? John. That's fantastic. That is incredible, eh? My name is Juan and yours is John. It's Juan and John, eh? So what? What do you mean so what? Can't you understand that? Destiny. 1964 sieht Sergio, der auf der Suche nach einem eigenen Projekt ist, den Samurai-Film Yojimbo, der Leibwächter, des japanischen Regisseurs Akira Kurosawa. Er basiert auf einem amerikanischen Krimi, der sich wiederum auf ein Theaterstück von Goldoni bezieht, Der Diener zweier Herren. In Sergio Leones geschickten Händen wird daraus ein Western. Und so entsteht das Drehbuch zu Für eine Handvoll Dollar. Zur Verwirrung der Filmhistoriker liefert Sergio eine ironische Variante. Perché tu sei arrivato all'Western? Che cosa è che ti ha portato? Che cosa mi ha spinto? Sì. La fame. Die Familie Leone bekommt Zuwachs. Das zweite Kind wird geboren, Francesca. Beim Schreiben des Drehbuchs zu Für eine Handvoll Dollar erinnert sich Sergio an die Schelmenstreiche von Harlekin und Pulcinella. Er stellt sich vor, das Spiel der Masken zu spielen, um den Western zu ramponieren, wie er es mit dem Monumentalfilm gemacht hat. Für die Hauptrolle wünscht sich Leone Henry Fonda. Der Schauspieler wird das Drehbuch nie lesen,
James Coburn ist zu teuer. Charles Bronson findet die Geschichte blöd. Eine Schauspielagentur schlägt Leone vor, sich eine Folge einer amerikanischen Fernsehserie anzusehen, in der ein gewisser Clint Eastwood spielt. Il marchait comme ça, il descendait avec une lenteur. J'aimais beaucoup cette attitude. Il était un peu trop jeune, un peu sans la barbe, sans ça. Moi, j'avais déjà pensé de le camoufler comme ça. Um Clints schmächtige Gestalt zu verbergen, zieht Leone ihm einen von 2000 zur Wahl stehenden Ponchos an. Noch weiß niemand, dass er damit eine filmische Ikone geschaffen hat. Trotz der billigen Produktion, der riskanten klimatischen Bedingungen und der manchmal defekten Waffen halten Leone, Eastwood und das Filmteam wie Pech und Schwefel zusammen, um dem Film einen ungewöhnlichen Stil zu verleihen. Tatsächlich ist dieser Western für Sergio Leone die beste Gelegenheit, sich als Regisseur zu beweisen. Und nebenbei verfolgt er damit die Absicht, den klassischen Western zu entstauben. C'était vraiment 1964, un fil de rupture. Avant, on pouvait pas faire un film western sans une femme. Et on l'a fait sans une femme. On ne pouvait pas faire un film surtout sur la violence, parce que l'héros il doit être positif et jamais négatif. Sembra che non amiate la pace. Si può amare ciò che non si conosce, in cui non si crede. On a fait l'héros négatif. Et comme ça, quand j'ai fait pour un poignet de dollars, je ne pensais pas de faire le western pour faire le western. Et j'avais envie de faire une petite révolution. Bei der Sichtung der Muster sind die italienischen Produzenten entsetzt. Sie können mit Clint Eastwoods minimalistischem Spiel, das von Leone so gewollt war, nichts anfangen. Trotz der heftigen Kritik verfolgt der Filmemacher sein visuelles Konzept bis zum Endschnitt. Und das betrifft auch die Musik. Ich me rappelle, quand j'ai fait mon premier film pour un poignet de dollars, je voulais pas Ennio Morricone parce que je le connaissais pas. J'étais habitué à travailler avec un autre musicien. Et nous nous sommes rencontrés le jour après parce que les producteurs ont voulu nous faire rencontrer. Je suis allé, comme je suis entré, lui m'a reconnu, il m'a dit « Ah, tu te rappelles pas, mais nous avons fait l'école ensemble, les élémentaires. » Moi, je dis « Ça, c'est bidon, c'est la même chose qu'on dit toujours. » Et au contraire, il va prendre une photo de la cinquième élémentaire, je me retrouve à côté de lui. Ennio Morricone hatte bereits für einen anderen Western die Musik geschrieben. Leone mochte diese Kopie von Hollywood-Musik überhaupt nicht. Moi, j'ai vu ton film, je t'ai dit, franchement, c'est de la merde pure, la musique. Fais-moi écouter quelque chose qui peut rassembler. Der Komponist spielte ihm ein Thema vor, das er 7 Jahre zuvor für eine amerikanische Bassstimme geschrieben hat. On the wind, on the wind. J'écoute cette voix qui me cassait les couilles. J'ai écouté quelque chose qui m'intéressait au-dessus. Je reste comme un con. J'ai dit, c'est toi qui tu fais le film. Il faut que tu me trouves seulement un grand souffleur. Durch ein Wunder wird für eine Handvoll Dollar, an den niemand geglaubt hatte, durch Mund-zu-Mund-Propaganda zu einem gewaltigen Publikumserfolg. Die Kritiker allerdings verreißen den Film. Dass ein Spaghetti-Fresser die Frechheit besitzt, sich so schamlos
an der ursprünglichen Reinheit des Westerns zu vergreifen, erregt den Zorn der Puristen. Zu viel Gewalt, zu viele barocke Schnörkel. Dabei hat Leone gerade den Italo-Western erfunden. Ein neues, höchst vergnügliches Filmgenre. Zurück in den USA nimmt Clint Eastwood die Dreharbeiten zu Rawhide wieder auf. Zufällig stößt er auf einen Artikel über den phänomenalen Erfolg eines europäischen Westerns. In der Hauptrolle ein gewisser... Davon überzeugt, dass dieser Western nur eine überschaubare Karriere machen wird, weigern sich die Produzenten mit ihren japanischen Kollegen über die Rechte für die Adaption des Films von Kurosawa zu verhandeln. Unser Filmemacher wird an den Einnahmen der Produzenten seines Films nicht beteiligt. Er prozessiert gegen sie und denkt eigentlich schon an seinen nächsten Western. Nachdem er aus dem wackeren Cowboy des amerikanischen Western einen gnadenlosen Killer gemacht hat, plant Sergio noch ein paar weitere Seitenhiebe auf die Legende des Wilden Westens. Höchst realistisch lässt er die Epoche der Kopfgeldjäger wieder auferstehen und entwickelt eine Geschichte über die Freundschaft zweier solcher Profikiller, die nach dem Motto »Erst schießen, dann reden« verfahren. Leone beschließt, seinen Film in der grandiosen Landschaft der Region Almeria im Süden Spaniens anzusiedeln, an deren magischen Schauplätzen sein Amerika der Legenden entstehen soll. Schon bei den Vorbereitungen zu Für eine Handvoll Dollar hat Sergio Leone einen Mann kennengelernt, der für die Erschaffung seines Universums unverzichtbar werden wird: der Architekt Carlo Simi. Von seinen Skizzen begeistert, engagiert er ihn für Ausstattung und Kostüme. Die beiden Männer teilen die gleiche Vorliebe für Authentizität und Detailgenauigkeit. Aus ihrer fruchtbaren Zusammenarbeit erwächst echte Freundschaft. In Simi hat Sergio endlich den Bruder gefunden, der ihm so sehr gefehlt hat. Sergio bittet Simi, das schönste Westerndorf der Welt zu bauen. Später wird sein Freund erzählen, Sergio hat sich gefreut wie ein Kind, das mit einer Modelleisenbahn spielt. Leones Drehbuch spielt sich ein Großteil der Handlung in diesem Dorf ab. Der Regisseur ist so glücklich über die recherchierte Authentizität, dass die Kulisse für ihn zu einem eigenen Protagonisten wird. Jahrzehnte sind seither vergangen. Der Zahn der Zeit hat seine Spuren hinterlassen. Doch der Traum ist noch immer lebendig. It's the story of two bounty killers, men who inspired fear in the worst criminals. What made these men tick? Well, such a big reward being offered on all you gentlemen that I thought I might just tag along on your next robbery. Might just turn you into the law. Yes, these men knew how to wait. Because in a land where life had no value, death might have a price. It sort of brought out the cynicism, materialism of the 60s and what have you, and played upon that. Or the natural materialism of life. People are always interested in their own well-being, and that's the way these guys were played, and then they eventually got somehow wrapped in on some sympathetic aspect within the picture. But they were, by and large, interested in themselves, as opposed to sometimes the classical Western. They make the hero much more defined as a good guy, and the bad guys were bad guys, and there wasn't too much in between. But to me, to play them as guys who had a little bit of greed, which is normal human greed. We
Io non a caso ho detto che il più grande scrittore di western è Omero, perché essendo un grande individualista e avendo scritto dei personaggi che sono egocentrici, sono personaggi che affidano alla loro valenza, alla loro bravura, l'attimo fuggente della vita, né più né meno come un cowboy affida all'estrazione rapida della pistola. Er war ein Filmemacher mit Stil. Natürlich hat Leone recht, wenn er sagt, dass ihm das Spiel mit den Mythen sehr wichtig ist. Doch vor allem hat er einen unvergleichlichen filmischen Stil. 8, 9, 10. Un, due, außerdem war er der Erste, der diese extrem lauten Schüsse verwendete. Eigentlich machte er Comics, Fumetti, für die große Leinwand. Wenn Sergio einen Film erzählte, tat er das nicht wie ein Drehbuchautor, sondern wie ein Kind, das den Film gerade im Kino gesehen hat. Das klang ungefähr so. Und dann kommt dieser Typ daher und wusch, haut ihn um. Der andere fällt hin, er packt ihn und wusch, haut er ihn wieder um. Dann will der andere schießen, aber er ist schneller. Peng, peng, peng. Er klang wie ein Junge auf dem Pausenhof. Der Film hat noch größeren Erfolg als für eine Handvoll Dollar, was zeigt, dass das Publikum ihn viel früher anerkannte als die Kritiker. Ah! 1966 dreht Sergio Leone seinen ambitioniertesten Western. Und zum ersten Mal beteiligen sich die Amerikaner an der Finanzierung. Erneut nimmt er seine Obsession für Amerika ins Visier und äußert sich politisch, indem er sich auf ein echtes Tabu in den Vereinigten Staaten stürzt, den Sezessionskrieg. Während sich die Blauen und die Grauen gegenseitig abschlachten, erzählt Leone das Schelmenstück dreier Diebe auf Schatzsuche. Und wieder geht es um das Thema Freundschaft. C'est toujours une amitié réelle entre des personnages qui sont appelés mauvais, parce que c'est un peu la démystification des faux adjectifs. Et surtout, l'amitié entre deux personnages qu'on appelle négatifs, c'est beaucoup plus forte, beaucoup plus intéressante de l'amitié entre deux personnages qu'on appelle bons. Di tutte le più luride facenti porcate che il più lungo. Il paese più vicino è a 70 miglia da qui. Se risparmi il fiato, uno come te ce la può fare. Während sich seine Schelme um ihre kleinen schmutzigen Geschäfte kümmern, konfrontiert Leone sie am Ende in einer meisterhaften Sequenz mit einem historischen Blutbad, der Schlacht um die Brücke. Ganz nebenbei klagt Leone die Idiotie der Armeeführung an, die ihre Männer aus absurden Gründen in den Tod schickt. I sudisti hanno deciso che il ponte è la chiave di questa zona. Stupido e inutile ponte. Una merda di mosca sulle carte dell'alto comando. E l'alto comando ha deciso che dobbiamo prendere la merda di mosca. Anche se dobbiamo crepare tutti. Mai visto morire tanta gente e tanto male. Um den Schatz zu heben, der in einem Friedhof versteckt ist, müssen der Gute und der Gauner hinter die Linien der Südstaatler gelangen. Einzige Lösung für die beiden Diebe: ein ordentliches Feuerwerk veranstalten, indem sie diese verdammte Brücke in die Luft jagen. Doch die Umsetzung dieses spektakulären Clous hält für Leone eine gesalzene Überraschung bereit. Le pont ne sautait pas parce qu'il était tellement fort, tellement vrai, trop solide. Et trop solide. Et alors, il est venu un capitaine de l'armée espagnole, ingénieur, et il m'a dit, bien, vous ne vous préoccupez pas, demain matin, je fais sauter les ponts. Il a miné tous les ponts, et en pleine préparation, quand j'étais encore à attendre le bon soleil, j'écoute une explosion.
telecamera et tout, n'est pas. Moi, je voulais presque tuer le capitaine qui l'a vu dans mes yeux. Les regards de la morte, il m'a dit, ne vous préoccupez pas, moi je l'ai fait, en 3 jours, j'ai reconstruit les ponts. Il a fait venir 500 personnels, 500 soldats, et on a reconstruit les ponts. Sergio ist musikalisch ungebildet. Er kann nicht singen, hat keine Ahnung, aber er ist sensibel. Und da er Angst hat und kein Vertrauen in Morricone, beauftragt er diesen, die Musik vorab zu komponieren. Man dachte fälschlicherweise immer, dass er das für die Schauspieler tat. Nein, es war für ihn selbst. Er sagte, du schreibst mein Drehbuch, erfülle mir meine Träume. Pour la méthode, je commence à travailler. Sergio me raconte l'histoire, me montre ou m'indique les cadrages. Il fait toute la mise en scène pour moi. Et connaissant son style, je sais bien comment sera filmée la séquence. Pour moi, la musique, c'est un peu les dialogues du film. Ça compte plus une bonne musique, c'est l'expression de l'âme du personnage. Am tollsten ist die Musik für die Schlussszene auf dem Friedhof, in der Leone den Western selbst töten will. Es war seine Idee, den Gesang der Toten hörbar zu machen. Ganz sachte. Das ist wirklich wunderbar. Et là, c'est merveilleux. Zunächst ist Leone mit dem eigens für den Film errichteten Friedhof nicht zufrieden. Carlos Simi hatte die Idee, die Gräber der Soldaten mit einem Friedhof für Zivilisten zu umgeben. Aus den ursprünglichen 700 Gräbern werden 5000. Diabolique Pulcinella! Stilistisch auf dem Höhepunkt seines Autors erzielt der Film einen Rekord an Einnahmen und Popularität. Ein großer Teil der Kritiker revidiert sein Urteil. 1967 kommt seine Trilogie in den USA in die Kinos und feiert im ganzen Land Erfolge. In 3 aufeinanderfolgenden Jahren hat Leone Film an Film gereiht und sich ausschließlich auf seine Arbeit konzentriert. Er bemüht sich bei den Dreharbeiten, seine Töchter und seine Frau als Schutzengel dabei zu haben. Teneva in grandissima considerazione soprattutto la moglie. Seine Frau Carla Ranalli war besonders wichtig für ihn. Sie war Sergios Beraterin und Vertraute. Sie war Ehefrau und Mutter zugleich für ihn. Fast könnte man sagen, sie war Sergios Beichtmutter. Madre confessora, si potrebbe dire, ecco, di Sergio. Sergio Leone glaubt ernsthaft, mit dem Western abgeschlossen zu haben und will sich nun seiner Familie widmen. Die Geburt seines dritten Kindes steht bevor. Es ist ein Junge, Andrea. J'ai eu la chance d'avoir le fils que je voulais avoir. J'ai eu la chance d'être considéré plus un ami qu'un père. Les garçons m'appellent Serge, ils m'appellent pas papa. Die Familienfreuden entfremden Sergio nicht von seiner Leidenschaft für das Kino, die immer noch lebendig und intakt ist. Er träumt von einem großen Sittenbild über die Zeit der Prohibition und des Gangstertum der 20er Jahre. Amerika. Immer wieder Amerika. Die Amerikaner fordern einen weiteren Western von ihm, bevor sie für dieses ehrgeizige Projekt grünes Licht geben. Leone, der völlige künstlerische Freiheit genießt, will Amerika noch tiefer durchleuchten. Das Land fasziniert ihn. Und doch ist sein Blick nie romantisierend. In Spiel mir das Lied vom Tod erzählt er vom aufkommenden Kapitalismus anhand des fortschreitenden Eisenbahnbaus.
Er wirft einen melancholischen Blick auf das Ende der Welt jener Helden, die ihn in seiner zarten Kindheit zum Träumen brachten. Für seine Geschichte bedient sich Leone fünf stereotyper Westernfiguren. Der Rächer, der romantische Bandit, der reiche Unternehmer, der kriminelle Geschäftsmann und die Hure. Avec sept cinq personnages qui sont des symboles du western américain, je vais parler de la naissance d'une nation à travers une ballée de morte. Sept personnages, ils sont tellement conscients d'arriver pas vivants jusqu'au bout du film. Qu'il prend tout le temps pour s'étudier et pour se regarder. Et chaque regard, il prend un poids et une force déterminante. C'est la force de la vie, de la survivance. C'est pour ça la lenteur. C'est pas par hasard que ça vient la lenteur. Sergio Leone bekommt endlich Henry Fonda. Er steckt diese Verkörperung des demokratischen Ideals im Hollywood-Kino in das elegante Kostüm eines ausgemachten Dreckschweins. Alors je me suis dit, quand même, c'est bien d'utiliser quelqu'un qui représente la race américaine tellement bonne, tellement pleine de vertus, de la transformer d'une façon un peu plus réelle. Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai adopté mon ami Henry. À faire un grand tueur. J'ai transpiré pour le rendre laide. Tu peux pas imaginer que j'ai devenu fou. J'ai passé trois jours, quatre jours à étudier les costumes de lui. Parce que moi, je l'ai placé n'importe quel morceau de merde. Au-dessus, il était toujours un prince. Auf das amerikanische Publikum wirkt diese extrem brutale Szene wie ein wahrhafter Elektroschock. Ça, pour moi, c'est le plus beau morceau de mon cinéma. Parce que je voulais donner qu'est-ce que c'était l'Amérique en cette période. Zu den vielen Vorwürfen, mit denen die Kritik seine Kunst als Filmemacher bedacht hatte, gehörte die Abwesenheit von Frauen, die ihm als Frauenfeindlichkeit ausgelegt wurde. Et pour moi, la femme, il peut jouer naturellement au Western. Mais il doit être au centre moteur de la même action, de la même histoire. Pas justifier sa présence seulement parce qu'il doit avoir une femme dans le film, comme on a fait beaucoup de fois. L'ombre se n'est ito con il cavallo et elle sta nella casa. Però la forza è importante. Gilles, la sua vita riparte. Una vita di pioniera, di una donna del West. Esce dalla casa con l'acqua, ride e accoglie tutti gli operai, i macchinisti del treno. È una bellissima scena piena di speranza. E di energia. E la mujer, essa sì. Speranza, energia e forza. Wie bei den Dreharbeiten von Zwei glorreiche Halunken lässt Sergio Leone die von Ennio Morricone vorab komponierte Musik einspielen. Er verlangt, dass die Einstellung von Claudia Cardinales Ankunft am Bahnhof perfekt auf die Musik abgestimmt ist. Es brauchte einen ganzen Tag, um den gewünschten Effekt zu erzielen und die umfangreiche Inszenierung zu organisieren. Der Film wird in Europa ein Triumph. In Frankreich sehen ihn über 14 Millionen Zuschauer.
von der Paramount für zu lang und zu langsam befunden und deshalb gekürzt, wird er in den USA zum bitteren Flop. Später wird er in seiner ursprünglichen Fassung mit gewaltigem Erfolg wiederaufgeführt. Die amerikanische Presse zählt ihn fortan zu den 10 besten Western aller Zeiten. Almeria 1971. Sergio Leone beginnt mit den Dreharbeiten zu seinem neuen Film Todesmelodie. Zuerst sollte er nur als Produzent fungieren, doch United Artists, die Schauspieler und sogar seine eigene Familie drängen ihn dazu, selbst Regie zu führen. Sein Name ist ein Magnet für die Massen. Er plant Todesmelodie als zweiten Teil einer weiteren Trilogie über Amerika. Er schreibt das Drehbuch um und passt es seinem Stil an. Während er sich mit James Coburn perfekt versteht, hat Leone mit Rod Steiger seine Mühe. Steiger, der im Actor-Studio ausgebildet wurde, ist Gefangener seiner Ticks, die für das Spiel dieser Schule typisch sind. Er besteht darauf, einen Revolutionshelden à la Pancho Villa zu kreieren und ihm eine mystische Dimension zu verleihen. Für Leone ist die Figur nur ein gewöhnlicher Hühnerdieb und Postkutschenräuber. Sergio wird von homerischem Zorn gepackt. Alors je te dis une chose. Morceau de merde. Je m'en fiche que tu t'appelles Rod Steiger, tu as gagné par erreur un Oscar. Moi, je t'envoie faire foutre à toi, à la United Artists, à tout le monde, parce que tu es un acteur de merde. Et moi, je pars vers lui et je l'insultais pendant qu'il lui fuit. Schließlich verzichtet der Schauspieler auf seine Ticks und stellt den Regisseur zufrieden. In seinem letzten Western beschwört Leone erneut Bilder vom Faschismus herauf, die seine Kindheit geprägt haben, und zerstört einige herumgeisternde Illusionen. La révolution mexicaine, c'est un prétexte pour parler de révolution en général. Il y a dedans des choses à nous, par exemple, qui sont passées pendant la dernière guerre. Il y a le nazisme que nous avons eu en Italie. Oui, c'est un film pessimiste. Pessimiste et positif au final, je crois. J'espère. Todesmelodie ist der Film von Leone, in dem die Freundschaft am stärksten romantisiert wird. Für den Regisseur ist die Begegnung zwischen dem anarchistischen mexikanischen Landarbeiter und dem irischen Ex-Revolutionär eine Umkehrung des Pygmalion-Mythos. Es ist der naive Bauer, der dem Intellektuellen eine Lektion in politischem Scharfsinn erteilt. Das ist Leone in seiner ganzen Ernüchterung und Melancholie. I know what I'm talking about when I'm talking about the revolutions. The people read the books. Or the people can't read the books. The poor people and say we have to have a change. So the poor people make the change, huh? And then the people read the books. They all sit around the big polished tables and they talk and talk and talk and eat and eat and eat. Huh? But what has happened to the poor people? They're dead. That's your revolution. Je suis pessimiste parce que je suis un socialiste déçu. Jusqu'à point de devenir anarchiste. Je ne crois pas un mot à la politique. Ça reste la famille que j'ai conservée. Et il y avait l'amitié. L'amitié entre les hommes. Et
ça fait partie de ma nature. C'était le reflet de tous mes films. Nachdem er Todesmelodie gedreht hat, ist Leone ausgelaugt. Es ist sein schwierigster Film, aber es ist ihm auch der wertvollste, der, der ihm am meisten ähnelt und den er unendlich liebt. Ein Drama trübt diese unsichere Periode in Sergios Karriere. Sein kleiner Sohn Andrea fällt in ein rätselhaftes Koma. Poi Sergio si era messo in testa che io gli portassi fortuna. Sono entrato in questo ospedale, dietro la tenda ossigeno c'era questo bambino morente, io ho detto una parola magica, caramelle, che gli portavo così e questo bambino è tornato alla vita, per cui Sergio Leone si è convinto che io oramai ero proprio il suo protettore, capito? Sergio wartet darauf, seinen letzten Film über Amerika drehen zu können. Als untätiger Regisseur fühlt er sich wie ein Löwe im Käfig. In der Familie herrscht eine angespannte Atmosphäre. Die Kinder meiden ihn. Dank Arnon Milken kehrt Sergio Leone 1982 endlich hinter die Kamera zurück. Nach über 10 Jahren des Wartens und Brütens beginnt er mit den so sehr herbeigesehnten Dreharbeiten von »Es war einmal in Amerika«. Der Film erzählt vom Aufstieg einer Gruppe von Freunden, kleiner jüdischer Gangster aus Brooklyn von Kindheit an. Von der Freundschaft bis zum Verrat umfasst das Zeitgemälde mehrere Epochen, von 1923 bis 1968. C'est l'amour, la tendresse, la violence, c'est le sexe, c'est la mémoire. Il y a aussi notre amour. Il y a un amour pour le cinéma. Je dis que le sous-titre de ce film, il peut être bien, il est une fois un certain cinéma. Erzählt wird aus der Sicht von Noodles, den Robert De Niro spielt. Abgetaucht ins künstliche Opiumparadies, reist er durch die Abschnitte seines Lebens. In die Zukunft und in die Vergangenheit. Leones Kunst der Rückblende erreicht ihren Höhepunkt. Pendant que Noodles rêve, il me donne la possibilité à moi, metteur en scène étranger et européen, de rêver dans les mythes américains. Die ursprüngliche Fassung von Es war einmal in Amerika dauert 4 Stunden und 20 Minuten. Der Aufschrei der amerikanischen Verleiher ist ohrenbetäubend. Sie kürzen den Strom auf ein Bächlein von 2 Stunden und erzählen die Geschichte linear. Leone will seinen Namen aus dem Vorspann zurückziehen. Es war einmal in Amerika wird 1984 auf dem Festival von Cannes außer Konkurrenz in einer für Sergio zufriedenstellenden Fassung gezeigt. Achtung, Bewunderung, Lobeshymnen. Die amerikanischen Fans des Filmemachers reisen nach Europa, um seinen Film in der vollständigen Fassung zu sehen. Das hat ihm so wehgetan, dass er krank wurde. Der Zustand seines Herzens verschlechterte sich nach dem Abschluss seiner Arbeit an Es war einmal in Amerika gravierend. Trotz seiner Erschöpfung nimmt Sergio ein neues, gigantisches Projekt in Angriff. Die 900 Tage der Belagerung von Leningrad im Zweiten Weltkrieg. Er dreht Werbeclips, doch mit seiner Gesundheit geht es abwärts. Man empfiehlt ihm eine Herztransplantation. Er lehnt den Eingriff ab. Doch dann kam eins zum anderen. Und er erlitt eines Abends vor dem Fernseher einen Herzinfarkt. Er hielt die Fernbedienung noch in der Hand. So war das leider im April 1989. An diesem Abend sah sich Sergio im Fernsehen einen Film von Robert Wise an. I want to live. Lasst mich leben. La muerte fu terrible. In un istante, así. Carla, la mujer de Sergio, estaba en la habitación. Y Sergio dice, no me siento muy bien. Y partí muy rápido. Me recuerdo
I funerali in Roma con la musica di Morricone e tutta la gente, los actores. Fu muy, una emoción muy, muy fuerte, muy fuerte. Porque Sergio es un grande amigo, una persona extraordinaria, un amante del cine. Una grande pérdida. Es war ein schrecklicher Tag für mich. Si traduce in film. Sono figlio d'arte e quindi non ci trovo tutta questa differenza. Per me il cinema è vita e viceversa.